Hallo Moba-Freunde und herzlich willkommen zum neuen Update auf meinem Kanal. Ich bin wie immer das Steven, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht weiter im Bereich H0E-Module. Wie man ja vielleicht schon erkennen kann, haben das Modul jetzt hier eine andere Farbe. Das liegt eigentlich nur daran, dass ich ein Stück ergänzt habe, weil die Zuglängen und das Spielerische zum Rangieren mir einfach nicht ausgereicht haben, muss ich ganz ehrlich so sagen. Ich persönlich fand es Mist, dass ich ja in Zittau fahren ja 5- bis 7-teilige Züge, also 7 Wagen. 5 Wagen bis 7 Wagen wollte ich gerne auch so haben, war meine Intention, ging nicht. Dachte ich mir erst, na gut, okay, ist ja nicht so schlimm, aber letztendlich finde ich es dann nach langem Überlegen doch schöner, wenn ich richtig lange Züge fahren lassen kann, so wie ich sie gern hätte, so wie ich sie mir auch zusammengebaut habe. Und dann wusste er, gut, okay, so ein Modul gibt es von Auhagen sowieso nie. Die kommen auch erst im Oktober. Also jetzt ist es ja April, glaube ich, wo die nächsten kommen, oder März. Bitte mich da gern berichtigen, ich glaube zum 1. März. Und da ist das ja in der Größe hier, wie ich es habe, 49 oder 50 mal 25, sowieso nie gibt. Da habe ich mich jetzt dazu entschieden, selber eins zu bauen. Sieht man auch ein bisschen, also ich sage es mal so, wenn ich jetzt noch eine Kreissäge mit einer vernünftigen Führungsschiene habe, dann wird es perfekt. Ansonsten finde ich, ist es so okay. Es hält sogar besser wie die da drüben. Sicherlich hat man jetzt nie die ganzen Verbinder, den ganzen Gesülz. Ja gut, aber da kann man auch eine Schraube nehmen und eine Gewindeschraube, M3, M4, was auch immer, und dann dort selber das festschrauben. Von der Seite sind normale Module, da mache ich mit der Bohrmaschine ein Loch rein, gerade rein, eingespannt, fertig, und dann ist es auch okay. Meines Erachtens nach, ich schwenke noch mal ein Stück zurück, dass ihr ein bisschen was damit anfangen könnt. Das ist Modul Teil 1 und Modul Teil 2. Und hier dazwischen ist jetzt sozusagen noch ein Modul gekommen, wo jetzt 50 cm Gleis, also insgesamt 1,50 m, dazugekommen sind. Das ist der ganze Zauber. Zum Thema Ausgestaltung war ich wirklich sehr lange am Überlegen, was machst du? Dachte ich mir, gut, okay, kannst du ein Oldtimer-Treffen machen. Gibt es ja auch bei Historik Mobil sehr oft. Da hatte ich hier die ganzen Trabis. Da dachte ich mir, gut, okay, stellst du die hier hin. Hatte ich auch schon so begrünt, dass da immer wieder so Platz ist und dass das Leute stehen können und so weiter und so fort. Dachte ich mir, okay, gut, 3 Trabis, du wie oh scheiße, was? Bräuchtest du 20? So, geh mal 20 Trabis kaufen, da ist der Arm. Dann dachte ich mir, gut, vielleicht altertümliche Technik. Nee, habe ich auch nicht so gefühlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden, hier aus dem alten Güterwagen von Rocco, den habe ich ein bisschen Washing drauf gemacht, weiß und schwarz. Ist noch nicht fertig, muss noch trocknen, beziehungsweise kommt da nochmal eine Schicht dann drauf, wenn es trocken ist, mit diesem Pulver, Patina, Pulver, ach, keine Ahnung, Patina-Pulver, ein bisschen Rost hätte ich gerne noch drauf auf dem Dach. Weil, ja, und dann würde ich dann hier noch einfach noch ein paar Personen hinstellen und dann ist das fertig. Meines Erachtens nach. Was natürlich auch noch fehlt, ist Beleuchtung. Dann bin ich so durchgegangen, so überlegt, Bahnsteigbeleuchtung, eine Schmalspurbahn, die nur für Touristen ist. Gibt's, macht aber nie viel Sinn. Beziehungsweise dann braucht man große Peitschenlampen und dann haben wir wieder das Problem, dass es sehr instabil wird. Ich hatte hier, also habt ihr vorhin nie gesehen, hier stand mal dieser Mast. Bei der kleinsten Berührung ruppt sie die sofort weg, weil das sind, ja, da müsste man die von, wie hießen sie denn hier,
Die mit der Oberleitung. Sommerfeld. Die Masten von Sommerfeld nehmen, die festschrauben, dann kann da nichts passieren. Ist eine gute Idee, es wäre das nächste Problem, wie kriegst du da die Beleuchtung rein? Nimmst du fertig beleuchtete Masten, gibt es ja auch, ob nur von China oder von Fissmann oder von Brava, was auch immer. Ist wieder das große Problem, dass es sehr schnell abknickt. Und gerade bei Modulen, wo transportiert wird, ist Transportschäden, habe ich jetzt erst beim Riesenrad gesehen, ein riesengroßes Problem. So, deswegen versuche ich das so massiv wie möglich zu gestalten. Natürlich kann immer wieder mal was sein, ja, dann wird es geklebt und fertig. Aber bei Beleuchtung ist es schon anders. Ne? Dürfen wir nie vergessen. Wenn da ein Kabel abreißt und das ist genau hier dazwischen abgerissen, dann kannst du den ganzen Mast weghauen und einen neuen kaufen und draufkleben. Drunter löten. Weiß ich nie. Muss man abwägen. Also grundsätzlich Beleuchtung finde ich nie schlecht. Ist ja auch verbaut in den Häusern. Aber Bahnsteigbeleuchtung bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig. Ich könnte euch gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare reinschreiben. Was ihr zum Thema Bahnsteigbeleuchtung sagt. Zum Thema Ausgestaltung bin ich natürlich auch gerne noch offen für Vorschläge. Davon dürft ihr euch nie irritieren lassen. Da, das gehört nicht dazu. So. Ja, ansonsten kommen hier ein paar Figuren hin und dann ein paar Bänke und das war's. Man hört an meiner Stimme. Leicht im Arsch. Auf Arbeit ist ein bisschen was los und da muss man ein bisschen lauter reden und dann kackt irgendwann die Stimme ab. Entschuldigt das bitte, ich hoffe, man versteht mich trotzdem noch. Ansonsten möchte ich da gerne noch ein bisschen, hier ist er noch frei, in dem Sinne möchte ich noch ein bisschen ins Detail reingehen. Ein Fernsprecherhäusel möchte ich hier hinsetzen, macht zwar jetzt so in dem überhaupt gar keinen Sinn eigentlich, aber ich würde es einfach gerne das hinsetzen, was cool aussieht. Und dann hatte ich überlegt, hier die kleinen Ständer für die Kuppelbäume hier noch unterzubringen mit einer Kuppelstange drauf. Falls er hier doch mal, ist ja ein Güterschuppen, steht ja hier, der könnte auch mal beladen werden, zum Beispiel, oder abgeladen werden. Ansonsten ist ja hier drüben der Kohletransport noch. Da ist jetzt übrigens auch noch ein Traktor dazugekommen mit einer Figur, die ich dort eingeklebt habe, bei mir vor der Kleinarbeit. Hinten, die Masten gehören nicht dazu. Ansonsten habt ihr das ja eigentlich auch noch nicht gesehen. Die Werkstatt ist dann in dem Sinne jetzt auch fertig. Da drüben sind Zelte dazugekommen. Da stand ja erst der Schuppen. Fand ich aber nicht ganz so schön, ehrlich gesagt, mit den ganzen Papierkanten, weil wirklich Lasercut ist das ja nie, was die dort verkaufen. Dann eher Kartonmodelle. Und da habe ich auf der Messe in Dresden, da habe ich bei Artitec hier diese Zelte gefunden. Waren es als Neuheit, glaube ich sogar. Und da sind jetzt zwei davon dort gelandet, wo vorher das andere stand, ein bisschen nachbegrünt etc. Dann sieht das jetzt so aus, als ob es schon immer so gewesen wäre. Ne? Ja, ansonsten Kuppelbäume können wir eigentlich mal auspacken. Die habe ich bestimmt schon ein Jahr jetzt so bei mir hier und nie im Haus gemacht. Ne? So ist ja meistens, wenn man irgendwo was sieht im Laden, dann kauft man das. Und dann liegt es in der Ecke rum und wartet, bis es irgendwann mal eingesetzt wird. Oder, naja. Die Zeit. Die Zeit ist immer das Problem. So. Schere. Entschuldigt bitte. Ist heute wieder ein sehr großes Video, wo nur geredet wird und nicht viel gezeigt wird. Ansonsten die Kuppelbäume hier, die sind, ich kann das einmal kurz so hier zeigen. Messingstangen, so wie auch die Pantographen hergestellt werden. Kann dann, das ist ein Ständer, stellst du hier hin. Dann kommt da eine Kuppelstange rein. Habe ich jetzt eine hier? Nee. Doch, hier. Ja.
Moment. So. Kommt hier eine Kuppelstange drauf. So. Oh, sehr gut. Scharf stellen bitte. Danke. Genau. So könnte das Ganze dann zum Beispiel aussehen. Ich würde das natürlich noch ein bisschen zentraler machen, dass man dann gleich drüber fliegt, ist ja klar. Hier dazwischen ist sehr wenig Platz, hatte ich erst überlegt, Bahnsteig. Aber hier ist so wenig Platz dazwischen, das sind vielleicht 3 cm, 2 cm. Was ist denn das für ein Bahnsteig? Macht keinen Sinn, da kann ich es so lassen. Sieht besser aus. Das kann man dann alles bei den nächsten Modulen schöner machen. Man lernt ja auch aus seinen Erfahrungen, so ist nicht. Ne? Also sollte man zumindest, sagen wir es mal so. Gut, das war jetzt erstmal Update zum Teil Anlage. Ich werde dann hier, da und mal da noch ein bisschen was machen. Das kommt dann hier hinten dran wahrscheinlich in dem Video, wenn das jetzt nicht sogar schon wieder über 10 Minuten sind. Weil ich habe ja gelernt, mehr wie 12 Minuten guckt sich keiner ein Video an. Mir geht es teilweise auch so. Und ja, viel gezeigt habe ich euch jetzt in dem Sinne nicht. Im nächsten Video dann wieder, wie was gebaut wird. Weil das ist eigentlich das, was ich ja erzählen und zeigen kann man immer viel. Aber ich finde irgendwie, wie man so die Videos guckt, da sieht man nie, wie das entsteht. Und dann ist jemand, der möchte das gerne auch machen oder möchte das nachbauen. Dann weiß man nur, wie es aussieht, aber nie, wie es dahin geht. Und das werden wir dann im nächsten Teil mal machen. Ansonsten bedanke ich mich jetzt recht herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, euer Steven und tschüss.